Dieses Video ist absichtlich mit Clickbait vermarktet worden, um eine wichtige Nachricht an möglichst viele Leute zu bringen. Ich war bei der WWE Live Tour in München und ich habe mir da dieses Frauenmatch angeguckt und auf einmal kommt da rechts von mir so ein Chant: Ausziehen, ausziehen. Da haben wirklich ein paar mitgemacht und ich dachte mir, eigentlich sind diese Chants doch ausgestorben, oder? Und dann habe ich diese Chants gehört und dachte mir, offensichtlich sind sie nicht ausgestorben. Und deshalb wollte ich unbedingt mal ein Video zu diesem Thema machen. Warum schreit ein WWE-Zuschauer sowas, frage ich mich. Die Antwort ist einfach, weil er diese Frauen, die im Ring stehen, die eine unterhaltsame Choreografie, ein unterhaltsames Match darbieten, als Sexobjekte ansieht, beziehungsweise auf ihr Aussehen beschränkt. Das hat eine sehr, sehr lange Zeit gedauert, bis man dieses Image halbwegs verschwinden lassen konnte. Die Divas Division damals, die Frauen in der WWE, die nur aufs Aussehen beschränkt waren. Man hat danach BH-Größe eingestellt und nicht nach wrestlerischen Fähigkeiten und der Technik, die im Ring passiert. Wrestling war nicht wirklich wichtig. Es gab meistens nur 3 bis 5 Minuten Matchzeit für die Frauen und bei NXT hat man dann ein Zeichen setzen können gegen diesen Trend, gegen das, was im Main-Roster passiert ist, gegen diese Benachteiligung der Frauen. Bei NXT ist die Revolution gestartet worden, die Frauen wurden nicht mehr auf ihr Aussehen und ihre Brüste beschränkt, sondern haben tatsächlich Matchzeit bekommen, haben Charaktere bekommen, Storylines, Fäden und so weiter. Die Zuschauer wussten es tatsächlich zu schätzen, standen hinter den Frauen und so kam von Paige, eine dieser Revolutionsvertreterinnen, zu WWE nach oben, aber alleine konnte diese keine wirklichen Wandel bewirken. Die Four Horsewomen allerdings, Bayley, Becky Lynch, Sasha Banks und Charlotte, konnten dann zu einer ganz, ganz neuen Art des Frauenwrestlings bei WWE führen, beziehungsweise zu einer ganz anderen Vermarktung. Die Women's Division wurde ausgerufen und das bei WrestleMania 32. Bei WrestleMania 32 war das Frauenmatch für viele das Match of the Night. Bei Hell in a Cell, dem kürzlich erfolgten WWE Pay-Per-View, war das Frauenmatch Sasha Banks gegen Charlotte der Main Event der Show. Es geht mittlerweile um das, was im Ring passiert zwischen den Frauen und nicht mehr darum, dass sie geile Körper haben. Frauenwrestling ist vielleicht die unterbewertetste Form von Pro-Wrestling, die es aktuell gibt und da verstehe ich es einfach nicht, wie Leute sowas wie Ausziehen oder ähnliche Chants schreien können. Ich will nicht sagen, es hat mich traurig gemacht, es hat mich eher so ein bisschen verärgert, dass Frauen genauso gut wie Männer Charaktere darstellen können und durch Matches die Zuschauer mitreißen können. Das ist eigentlich logisch, weil was unterscheidet denn Frauen in diesem Punkt krass von Männern? Das kann eine Frau genauso gut wie ein Mann. Das wird aber von vielen Veranstaltern und Promotern immer noch bezweifelt. Die Zukunft liegt trotzdem im Frauenwrestling und nicht bei Diven, die wegen ihrer überzeugenden Optik in dem Spot auftreten dürfen, in dem viele talentierte Wrestlerinnen im Independent-Bereich beispielsweise, die nicht so gut aussehen, nicht stehen dürfen. Wer sich jetzt aber zu einer WWE-Live-Show hinsetzt und beim Frauenmatch gegen diese Entwicklung geht und Ausziehen schreit und sich diese Bra-and-Panties-Matches quasi wieder zurückwünscht, weil das ist ja die Nachricht, die man hier vermittelt, der respektiert weder den Wandel, den es im Frauenwrestling bei WWE gab, noch die Frauen bzw. das Frauenwrestling an sich als Ganzes. Jeder, der bei einem Frauenmatch, bei einer WWE-Show oder bei irgendeiner Wrestling-Show Ausziehen ruft, der sollte sich ein neues Hobby suchen, weil er Wrestling definitiv nicht versteht.